Wir haben hier also einen Bruch und den möchten wir zweimal ableiten. Bruch heißt natürlich Quotientenregel, also weiß ich, ich fange an mit f' von x gleich u' mal v minus u mal v' durch v², wobei u ist 2x minus 3, u' ist dementsprechend 2, v ist das untere, x plus 1, x plus 4, und v' ist damit die Ableitung, x abgeleitet gibt 1, die 4 fällt weg. Ab jetzt setze ich nur noch ein. U' ist 2 mal v ist x plus 4 minus u ist 2x minus 3 mal v' ist 1 durch v Quadrat, das ist das untere Quadrat, x plus 4 Quadrat. Oben multipliziere ich eigentlich immer aus, unten nie. Unten bleibt es also stehen und oben löse ich die Klammern auf. 2 mal x sind 2x, 2 mal 4 sind 8, minus vor der, also die mal 1 kann ich mir ersparen. Minus 2x und minus minus 3 sind plus 3. Durch x plus 4 Quadrat. 2x und 2x fällt weg und es bleibt mir übrig 11 durch x plus 4 Quadrat. Das ist meine erste Ableitung. Für die zweite Ableitung könnte ich jetzt hier wiederum die Quotientenregel anwenden. Allerdings, ich habe oben kein x. Das heißt, für die zweite Ableitung schreibe ich mir die erste Ableitung um. Das ist nämlich 11 mal, das untere bringe ich hoch, das wird so x plus 4 hoch minus 2. Und damit kann ich das jetzt sehr schnell ableiten, nämlich über die Kettenregel. Das heißt, meine zweite Ableitung ist, 11 bleibt stehen, die Hochzahl kommt nach vorne, die Klammer ändert sich nie, neue Hochzahl ist 1 kleiner, minus 2, minus 1 sind minus 3, mal innere Ableitung. X plus 4 abgeleitet gibt 1, ich könnte es mir also sparen, ich schreibe es trotzdem hin. Wäre soweit fertig mit der zweiten Ableitung, möchte es jetzt aber noch vereinfachen. Als erstes schreibe ich diese Klammer wieder runter, weil sie eine Minushochzahl hat. Das heißt, aus Klammer hoch minus 3 schreibe ich runter zu Klammer hoch plus 3. Was bleibt übrig? 11 mal minus 2 sind minus 22, mal 1 kann ich mir sparen, also habe ich minus 22 oben. Das ist meine zweite Ableitung und damit ist die Aufgabe erledigt.